Ja, und Sie sehen es, uns hat eine Eilmeldung erreicht. Wir haben das vorhin schon mal angesprochen. Also der Wahlleiter, der hat nun in Sachsen das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl korrigiert. Aufgrund eines Softwarefehlers sei eine falsche Sitzverteilung veröffentlicht worden. Das teilte die Landeswahlleitung nun also mit. Durch diese Neuberechnung verliert die AfD dann ihre Sperrminorität im Landtag, verliert nämlich dann einen Sitz. SPD und Grüne, die bekommen hingegen einen dazu.